So, meine Herren und Damen der Sonne, Servus und herzlich willkommen zu COD Cold War. Danke fürs Einschalten. Ja, ich möchte euch heute eine Doppelfolge präsentieren. Wegen, ja. Let's go. Willkommen in West-Berlin. Wir haben eine Mission. Park. Adler. Bell. In den letzten 48 Stunden gab es vermehrt russischen Funkverkehr. Die CIA und das Verteidigungsministerium löchern ihre Quellen nach etwas Wertvollem. Bisher nichts über Perseus. Der MI6 hat auch noch nichts gefunden. Irgendwo müssen wir anfangen. Also kehren wir hierher zurück. Vietnam, 1968. Unser bisher intensivster Kontakt mit Perseus. Scheiße. Ein Teil von mir hat gewusst, dass uns die Mission nicht in Ruhe lässt. Pack alles aus, was wir über den Angriff in Da Nang haben und zeig es Park. Sie vergleicht es mit MI6-Daten. Wir suchen Codenamen, Übertragungen, Verbindungen zwischen Russland und der NVA. Alles, was eine Spur sein könnte. Alles klar. Okay. Bell, hier kommst du ins Spiel. Jemand wollte dich in Namen bei uns haben. Ich wollte es nicht glauben, aber ich brauchte dich. Genau wie jetzt wieder. Geh zur Beweistafel. Wir verfolgen unsere Schritte durch Da Nang zurück. Alles, was eine Spur zu Perseus sein könnte. Okay. Danke, Agent Azulai. Die Beweistafel. Okay, da kann man auch die Missionen wiederholen. Sind wir da? Was ist das? Ach so, das ist das. Als nix. Aha. Starten wir mal. Also gut, Bell. Gehen wir zurück nach Vietnam, als Perseus erstmalig auf unserem Radar erschien. Es war Ende Januar 68. Wir waren ein gemeinschaftlicher CIA-SOC-Einsatztrupp, eingebettet in das 3. Marineregiment bei Da Nang. Die SOC war dort, um sowjetische Aktivitäten auszuspionieren. Es hieß, russische Agenten seien in der Region aktiv. Perseus war in Vietnam nicht in Erscheinung getreten. Das änderte sich in Da Nang. Irgendwie hatte Perseus von der Operation Fracture Jaw erfahren. Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Startpunkt war Camp Haskins. Ja, das Drecksloch werde ich nie vergessen. Gut, diese Erinnerungen brauchen wir. Kein Detail ist zu winzig. Ein Gesicht, ein Name. Wir suchen nach allem, was uns zu Perseus führen kann. Wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. In einem Feld voller Heuhaufen. Vielleicht, aber die Nadel ist irgendwo. Denk dran, wir hatten eine Mission.
Fracture Jaw. Die ging ordentlich in die Hose. Bell, Zeit zum Aufstehen. Es geht los. Okay. Wir sind 1968. Okay. Was haben wir da? Splittergranaten, her damit. Kann ich immer gucken. Okay. Wir können. Willkommen zu einem weiteren Tag in Camp Haskins. Unsere kleine Oase in diesem gottverlassenen Scheiß. Du bist hier ziemlich sicher. Hey, Butcher! Was macht der Arm? Tut immer noch sau weh, aber immerhin kann ich ihn bewegen. Wunderschön, oder nicht? Hey Sims, diesen Mist zu lesen macht blind. Wusstest du das? Ja. Deshalb soll alles hier oben rein. Bell, du fliegst mit Sims. Ihr habt meistens guten Einfluss aufeinander. Wir haben einen neuen Auftrag. Basis Ripcord 4 hat einen wertvollen Gegenstand, den Charlie unbedingt haben will. Was denn für ein Gegenstand? Einen, der dich nichts angeht. Ripcord musste verdammt viel einstecken. Also müssen wir die Fracht jetzt sichern und da rausbringen. Ganz ruhig, wir haben ein paar verdammt schnelle Vögel, die Luftunterstützung bieten. Das wird ein Kinderspiel. Headsets auf. Alle Vögel melden, wenn bereit. Badger 9-1 ist abflugbereit. Badger 9-2 ist bereit. Badger 9-3, Rotoren laufen. Alle Vögel, los, los, los. Gas geben und hochziehen. Alle Vögel sind in der Luft. Sitzen auch alle bequem? Oh Mann, Adler! Warum habe ich diese Ahnung, dass du schlechte Nachrichten hast? Weil du ein schlauer Junge bist, Sims. Sind aber nicht schlecht, könnten sogar sehr, sehr gut sein. Die Fracht bei Ripcord muss noch ein bisschen warten. Wir spalten uns von der Armada ab. Ein kleiner Umweg. Und das ist gut, weil... Ein Informant berichtet von einer großen Nummer in der Stadt. Einem Sowjetagenten namens Perseus. Oh, scheiße. Ich schätze deinen Enthusiasmus, Sims. Wenn unsere Quelle stimmt, ist das eine Goldmine an Geheimdaten. Richtig cool. Erstmalig auf unserem Radar erschienen. Richtig cool. Wir nähern uns jetzt dem Dorf. Roger, richten eine Landezone ein. Raketenwerfer! Am Schock 2, einheizen! Da, im Glockenturm! Scheiße, ja! Konzentrier das Feuer auf den Hof! Und der Kastenwerfer! Verdammt! Wo denn? Ich habe jetzt nichts gesehen. Wo? Bring uns runter.
Genau, Sims. Zählt erst durch. Holy shit! Alter! What the title? So, nächster. Wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Was
das? Du bist dran, Bear. Öffne die Tür. Adler, wir bestätigen. Sowjets vor Ort. Sicher? Tja, ich habe zwei Leichen vor mir, die eindeutig keine Vietnamesen sind. Bell, schnapp dir die Daten. Sehen wir mal, mit wem sie gequatscht haben. Okay. Mission erfolgreich. Wir haben die Daten. Hauen wir ab. Sehr gut. Verliert die Daten nicht. Wir kommen euch jetzt einsammeln. Alles klar, zurück zur Armada und holt die verdammte Fracht. Wow. Oh, no, 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 no. Alter! Da war irgendwo noch ein Raketenheini. Major 9-1 ist in der Luft. In den Bergen sind überall Vietcong. Keine Zivilisten hier. Alle Ziele sind bestätigt. Alter! 20 Sekunden bis zur Ripcord
Gebiet ist umkämpft, also passt auf euch auf. Wir tun, was wir können, um eine Landezone zu sichern und machen die Fracht abflugbereit. Verstanden, Ripcord. Pass auf die Höhlen auf! Die Bastarde haben sich verschanzt! Feuer eröffnen! Wo denn? Ich sehe keinen. Boah, aber geil. Basis ist umkämpft, also passt auf euch auf. Verstanden, Ripcord. Sind Sie Adler? Mac V. Sock? Ja, ja. Geht das auch irgendwie schneller? Ja, Sir. Vielen Dank. Danken Sie nicht mir. Danken Sie Bell. Bell hat uns ein Scheiß voller sowjetischer Daten beschafft. Gehen wir. Jetzt. Viel Erfolg, Commander. Eine Bombe? Soll das mit sein, Adler? Eine Absicherung. Mehr musst du nicht wissen. So verzweifelt. Ach nee. Oh. Sims! Bell! Status! Was geht's los? Bell, bring das Geschütz zum Laufen, bevor wir überrannt werden! Holy shit! Der Wichser!
Unterstützung! Bell, ruf die Vögel! Schnapp dir eine Waffe! Halte sie uns vom Hals! Alter! Alter! Bell! Bist du noch da? Ob das wohl als Erfolg durchgeht, Sims? Wenigstens ging die Bombe nicht hoch. Viel wichtiger. Wir haben Infos über Perseus. Wir haben eine Mission. Es ist nicht vorbei. Noch lange nicht. Okay. Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja. Edler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden sie es bald heraus. Das werden sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Oh, shit. Ich bin gespannt, wer da alles mit drin hängt. In dieser ganzen Story. Wir sind mit der Analyse der Namen aus Da Nang fertig. Einer sticht im Besonderen hervor. Anton Volkov. Ein russischer Waffenhändler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Mason und Woods erledigen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen. Wir rücken aus. Wer bist du? Reden wir auf der Fahrt, Bell. Okay. Fragen beantworten. Deine Präferenz wurde zur Kenntnis genommen, Park. Okay.
Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich begnügt, wird er getötet oder festgenommen. Oh, wir sind in der DDR. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Aber hier beenden wir die Folge. Und wie es in der nächsten Folge auf Zeiten der DDR weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein. Euer